Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play. Wir sind mal wieder da und spielen Final Fantasy 15, diesmal Episode Prompto. Das ist nämlich juste gerade erschienen. Kostet knapp 5 Euro für diejenigen, die keinen Season Pass haben. Für diejenigen, die einen Season Pass haben, die können das natürlich einfach umsonst runterladen. Wie wir gerade festgestellt haben, zusätzlich zu dem 1.1.2-Patch für Final Fantasy 15 müsst ihr nochmal 3 GB oder so runterladen. Das heißt, ein bisschen Platz braucht ihr auf dem Festplatte. Geht aber relativ fix. Ist ja jetzt der zweite DLC. Bin mal gespannt. Also wir haben es vorher noch nicht gespielt. Also wir haben keine Ahnung, was uns jetzt hier erwartet. Mal gucken. Wollen wir mal gucken. Ja, gucken wir mal. Dann starten wir jetzt ein neues Spiel. Leicht, ja, normal. Ja klar. Also bitte. Leicht, also hallo. Ach ja, laden. Was steht da? Endlich hatten sich die Streitigkeiten in der Gruppe gelegt. Doch völlig unerwartet greift Noctis prompto an und stößt ihn schließlich mit hasserfülltem Gesicht vom Zug. Damit wisst ihr jetzt, zu welcher Zeit Episode prompto spielt. Nämlich tatsächlich in dem Zeitrahmen, in dem prompto von Noctis runtergeschubst wurde. Und später findet ihr ihn ja wieder im Signautus Keep wieder. Und jetzt erfahren wir, was da zwischendrin passiert ist. Genau, was hat prompto eigentlich so gemacht? Das hat er so geweint. Ja, also ich glaube, man hatte ja, wenn man da so die Story, also im Spiel vielleicht nicht unbedingt, aber wenn man die Story so außerhalb ein bisschen verfolgt hat, weiß man, glaube ich, schon so ein bisschen, was da jetzt passieren könnte in dem DLC oder was man da zu sehen bekommt. Ja. Ich glaube, das ist dann auch keine so mega große Überraschung mehr. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt genau das sehen, was ich eigentlich erwarte, aber... Was erwartest du? Seine große Enthüllung. Dass er ein Niflheimer ist. Ja. Also das ist eigentlich ist es keine große Enthüllung mehr. Ja. Nee, aber weil wenn man das Hauptspiel durchgespielt hat, dann weiß man das natürlich. Ja, vor allem, es wird ja im Hauptspiel, wird es halt so einfach mal so beiläufig so fallen gelassen. Ja. Es ist ein bisschen seltsam tatsächlich, so von wegen, oh, ich habe hier übrigens dieses Tattoo und, ja, und bin aus Niflheim. That's it, es wird nie wieder erwähnt. Ja, es wird nie. Och, ist in Ordnung, prompto, alles okay. So, jetzt stapfen durch den Schnee. Das kann man machen. Er hat ja auch andere Sachen an. Ich frage mich, wo er die zwischendrin geglaubt hat. Im Zug irgendwo eingesammelt noch. Ich nehme mal eine Mütze mit und eine Winterjacke. Es könnte sein, dass ich es mal gebrauchen könnte. Na, prompto. Er sieht irgendwie erwachsen aus. Schon. Jetzt hat ihn so die 5 harten Minuten im Schnee, haben ihn... einige Tage später. Einige Tage später. Klar, ne? Ja, er wandert hier schon scheinbar ein bisschen durch die Gegend. Zu laufen. Ja. Ich kann zumindest die Kamera ein bisschen drehen und ich kann ein bisschen mit ihm vorwärts stolpern. Vielleicht habe ich nicht die Untertitel an. Ich bin der Meinung, eigentlich hätte ich die Untertitel an. Ja, schon. Jetzt beweg dich doch mal, so tief ist der Schnee doch gar nicht. Mensch, prompto. Oh, prompto, ey, du bist so ein... Nein, ich sag jetzt nicht, du bist so ein Weicher. Ich habe ihn ja eigentlich gern. Ich finde ihn eigentlich super. Ist eigentlich mein Liebling aus der Gruppe. Yes. Er ist ein total niedlicher. Er hat auch so seine Demons. Wie jeder von denen seine Dunes hat. Guck mal, muss so dahin? Was ist da? Keine Ahnung. Vielleicht zu dem Gras da. Das ist aber auch hier eine nette Spielzeitstreckung, ne? Erstmal irgendwie so eine. Erstmal hier gefühlt so 10 Minuten durch den Schnee schaufeln. Sprinten geht nicht. Was kann man denn hier noch so sehen? Eigentlich da hinten ist doch die Brücke. Ist das nicht die Brücke, wo der Zug drüber fährt? Die Strecke, genau. Ja. Da ist er aber nicht weit gekommen, ne? Wenn das jetzt einige Tage später ist. Er war ja in diesem Wüstendingsen, also bis zum Leichnam hier von Shiba oder sowas, sind es, glaube ich, ein paar Kilometer gewesen. Und wenn er so schnell unterwegs ist. Boah, gibt's hier mal, sag mir noch mal einer, wo wir hier hin sollen. Du musst einfach weiter kämpfen, so. Ja. Oder er bricht halt zusammen. Prompto. Oh. Achso, ich soll weitergehen. er wird wahrscheinlich jetzt zusammenbrechen. Nehme ich mal an, und er wird es halt nicht schaffen. Also er schafft es schon irgendwie, also aber nicht aus eigener Kraft. Nee, also wird er wahrscheinlich nicht schaffen. Nee. Aber oh, er rappelt sich nochmal auf. Go, prompto, sei ein starker Mann. Komm schon, Baby. Es erinnert mich irgendwie an dieses eine Spiel, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber da war man auch auf so einem Schiff und das war so... 2008 oder so irgendwann, und das hatte die ganze Zeit auch so eine Schieflage und es gab so Schneegestöber oder so, und mir ist beim Spiel immer übel geworden, weil die Kamera sich so gedreht hat. Oh, er sagt was. Er kann nicht mehr. Nein! Oh. Oh. Ja, wir haben es versucht. Ja. Der arme prompto. Ah, natürlich. Ja, natürlich. Die Nips.
Die nerven ja sowieso überall im Spiel. Natürlich nerven sie auch ständig. Die blöden imperialen Säckeln. Das guckt doch nicht so lange, er liegt da halt. Ich finde dieses Rüstungsdesign von den Niflheimern irgendwie so ein bisschen, ich finde das nicht so gut passend. So. Nicht? Weiß ich nicht, weil es halt, die sehen so nach Rittern aus, so aus dem Mittelalter. Und ich hätte mir gern irgendwie sowas. Oh Gott! Hätte mir gern irgendwie was Futuristischeres gewünscht. Der kleine dicke Prompto. Der kleine dicke Prompto. Wer Brotherhood gesehen hat, kennt den kleinen dicken Prompto. Ansonsten, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, dann solltet ihr euch das anschauen. Dann kennt ihr auch den kleinen dicken Prompto und wie er zum großen dünnen Prompto geworden ist. Er sieht aber sehr deprimiert aus da, als großer Prompto. Sehr traurig. Ja, er hat ja immer so von wegen, ich bin ja nur so schmückendes Beiwerk mäßig. Wo stolpert er denn jetzt rum? Gladio sieht aus wie Gladio, der hat sich gar nicht verändert, offensichtlich. Also jetzt so, wenn man die Zeit nach vorne dreht oder so. Oder wie soll ich das verstehen? Das ist halt so, es ist in seinem Kopf so traummäßig. Ach so, er ist halt so innerlich, ist er immer noch das kleine, dicke Kind, was irgendwie alleine ist. Ja, genau. Ich glaube, wie bei der Platinum-Demo, wo man ja Noctis irgendwie so in merkwürdigen Situationen gespielt hat. Das war schön, ja. Das war eine coole Demo. Ich finde, der sieht überhaupt nicht aus wie Prompto. Finde ich auch nicht. Naja, werden jetzt natürlich auch noch mal ein paar Szenen recycelt, muss man schon mal sagen so. Ja. Aber ich finde das immer so. Ja, das war schön, aber ich als Fan von Final Fantasy 15 muss man das alles noch mal recyceln, weil wenn du das Spiel gespielt hast, dann kennst du natürlich die Szenen, ja. Aber es musst du ja noch mal in Erinnerung rufen, weil das Spiel ist jetzt auch schon seit November draußen. Mhm. Das heißt, es ist schon 8 Monate alt jetzt. Nur fast 9. Und insofern muss man das nochmal zeigen, so für die Leute, die das halt tatsächlich seitdem auch nicht mehr gespielt haben oder sich so nicht damit beschäftigt haben. Er hat schon wieder was anderes an. Irgendwie. Er hat eine Rutschstreifenhose an. So, können wir jetzt hier mal Gameplay haben? Du musst wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen laufen. So, langsam sich vorkämpfen. Mein Armband. Ja, damit hast du immer deinen Code überdeckt. Deswegen mussten wir das ja alle nicht. Ja, Bewegung! Er bewegt sich komisch. Achso, das war bestimmt die Kamerafahrt. Was gibt's hier einzusammeln? Audiologbuch. Wer ist Del Vesicia? So die bisschen faule Variante, dir noch ein bisschen mehr Geschichte zu erzählen, ohne viel Aufwand quasi reinzubringen. Immerhin nicht so faul wie im 13. Kapitel, wo ja tatsächlich nur Zettel rumlagen und du diese Zettel lesen musstest. Du hast überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Ja, okay. Ja, erzähl. Mhm. Erzähl! Papa. Wir haben es jetzt verraten, aber wenn ihr euch das Let's Play anschaut, dann. Ich glaube, Leute, die wirklich Fans so von Final Fantasy 15 sind, die haben, also richtige Fans, die haben sowieso alles dazu gelesen und wissen, was da so. Ja, hier sitzt einer. Und die wissen halt genau, was eigentlich abgeht. Und von daher habe ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube nicht, dass das halt eine große Überraschung hier bringt. Da liegen noch mehr Audiologs, aber die hören wir uns jetzt nicht an, sondern gucken uns eine weitere Zwischensequenz an. Scanning Production Code. Unit 0595323 4 confirmed. Nice. Warning. This unit has been compromised. What's going on? Initiating retrieval of compromised units. She still remembers you after all these years. Oh my. What gives? We can't have you spilling blood here. Arden ist halt auch überall, ne? Arden zückt überall, zieht überall an seinen Strings, die er überall attached hat. Wir sind alle ja irgendwie nur Marionetten von Arden. Eigentlich ein super toller Bösewicht, ein toller Charakter. So. Schade, dass es halt irgendwie im Spiel so schwierig
greifbar quasi, den so zu greifen als ja. Figur. Also ich meine, er taucht ja relativ häufig auf. Für mich hätte er die Chance gehabt, tatsächlich so ganz oben so zu stehen, neben Kefka und Sephiroth. Aber haben sie halt leider irgendwie nicht so geschafft. Oh, jetzt erfährt er, das ist ja sein Vater. Ich bin dein Vater. Nein! Ja, Aden, ich weiß nicht. Macht dich auf eine Riesenüberraschung gefasst, was? Ja. Also er hat es ihm jetzt noch nicht gesagt, aber er wird es ja dann erfahren. Aden ist halt so, weiß ich nicht. Er ist, ich mag ihn auf eine Art und Weise, also ich hasse ihn auf irgendeine Art und Weise, sagen wir es mal so. Hier gibt es wieder Speicherplätze, das kennt man auch aus der Episode. Er ist halt auch so, so eine tragische Figur. Er hat sicher, wollte ja am Anfang was Gutes tun. So. Ja, und dann wurde er gefickt. Piep. Piep. Okay. Gameplay. Okay, 3 Treffer mit der Handfeuerwaffe. Kannst du in Deckung gehen? Kannst du wahrscheinlich nicht, oder? Ich treffe nicht. Naja, die hat jetzt nicht so einen Impact, die Waffe. Das ist, du hast auch keine Nahkampfangriffe, ne? Das ist, zu dem? Oder? Doch, er hat. Das ist, das da. Das sind Nahkampfangriffe. Das ist ein kleines Messerchen. Das ist ja auch nur eine imperiale Klinge. Ja, der Name ist jetzt so. Deutet auf was Größeres hin, aber wenn man weiß, mit was die Imperialen so hantieren, würde ich sagen, ja. Ach, schon wieder zwischen sich. Ich dachte, wir zeigen mir ein bisschen hier lustig Bums-Bums mit, weil Ponto ist ja sehr schusskräftig, nennen wir es mal so. Er benutzt sehr viele Waffen in seinem DLC. Hopp. Neue Musik gibt es natürlich auch. Könnt ihr vielleicht im Hintergrund hören. Was ist das? Ist das was Interessantes? Oh, es ist immer dasselbe in diesem Spiel. Ich verstehe auch nicht, wie man als Entwickler auf die Idee kommt, die Interaktionstaste und die Springtaste auf einen Button zuzuweisen. Eine Phönixfeder können wir mal mitnehmen. Oh, das ist halt so ein Gameplay, das ist nicht für mich gemacht. Weil ich bin ja immer so ungeduldig und schleichen und so, das ist halt nicht. Ausschalten! Lass ihn uns ausschalten. Oh. Ja, man nennt ihn auch Prompto Fischer. Ich habe jetzt nicht gelesen, was da stand. Du hast ein Maschinengewehr. Ein Maschinengewehr. Genau. L1? Hä? Was? Ja, okay. Nein, das ist die Karte. Du musst L1, genau, und dann. Die Kamera macht lustige Sachen, würde ich sagen. Ich laufe jetzt einfach mal hier runter. Nein, wenn man. Geh weg. Du wurdest entdeckt! Oh, das haut aber rein. Das ist ganz cool. Dein Feind ist gelegt. Das ist ja wieder eine Übersetzung. Ein Triumphschuss, okay. Lassen sich auch verschrotten, entwaffen. Okay, ja. Aber der ist schon. Den hast du jetzt schon. Der ist leider schon. Kannst du ja bei dem mal versuchen. Jetzt. Nice. Nicht schlecht. Nice, Prompto. Ausweichen. Halt ihr diese. Was ihr nicht alles habt. Jetzt. Endlich mal in Deckung gehen, falls man das jemals hätte haben wollen. Der Triumph ist gut. Ist halt jetzt mal was völlig anderes als Gladio oder überhaupt so das Kampfsystem im Spiel, ne? Das ist halt schon so Third-Person-Shooter-Gameplay-Style. Ja, wir haben uns schon drüber unterhalten im Vorfeld, dass wir eigentlich so Schusswaffen überhaupt nicht benutzt haben. Obwohl es die gab, auf jeden Fall im Hauptspiel, auch für Noctis. Konnte man auch damit ausrüsten. Ich habe es aber auch nicht gemacht. Und das erschien mir irgendwie falsch. Ja, ich fand es tatsächlich auch ein bisschen langweilig. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil. Was passiert eigentlich? Achso, guck mal. Ein Selfie kannst du machen. Nice. Jetzt geht's aber ab hier. Ups. Aber ich weiß nicht, ist die Deckung hier tatsächlich nötig? Weil ich sehe schon, du verlierst eigentlich keine Lebenspunkte. Verliert ja keine Lebenspunkte.
Und du bist ja wie die Axt im Walde. Ganz so einfach. Ja, Achtung, warte. Und da drauf. Schieß nochmal da. Oh. Was macht ihr denn da? Oh, Achtung, von hinten. Warte mal, jetzt können wir hier. Au. Also so richtig Schaden machen die nicht, nee. Das macht auch keinen Schaden, ne? Dein Messerchen. Das Messer nicht, aber es verschrotten macht. Mhm. Wir haben mehr Maschinengewehr, weil im Gegensatz zu den normalen Schusswaffen von Prompto muss das in einem Maschinengewehr auch Schuss haben. Also nachgeladen werden. Also verliert Schuss, macht Sinn, ne? Was ist das? Maschinengewehr. Nochmal. Ich habe ein ganz besonders tolles Spielzeug gesehen von Prompto. Da müssen wir unbedingt hin. Das ist, hängt auch in solchen hübschen Schränken rum. Wobei, möglicherweise. Oh, spannend. Ich nehme das einfach. Ich nehme einfach das hier. Aber jetzt. Kannst du das nicht unten an den Slot packen oder geht das nicht? Scheinbar nicht. Das ist ja blöd. Ja, ich auch. Huch. Ist das denn aus der Entfernung? Nee, nein. Okay. Nee, das war einfach nur, um ihn fertig zu machen. Das war der Typ, der da dumm rumsteht und. Den da hinten, den Scharfschützen, ja. Achtung! Völlig unbemerkt. Völlig. Oh, die stehen nur da und warten wahrscheinlich. Hallo. Naja, also ich kann mir bessere Steuerung vorstellen für einen Scharfschützen. Das ist jetzt vielleicht auch. Achso, das ist ein Fass. Sag mir das doch einer. Dann weiß ich auch, dass ich nach dem Fass Ausschau halten muss. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, ob die da unten noch lebendig werden? Keiner bestimmt. Tschüss. Nein. Der hat halt nichts gemerkt, ne? Du hast seinem Kollegen gerade in den Kopf geschossen und er läuft halt einfach weiter, ne? Das ist schon ein bisschen merkwürdig, ja. Ja, Abwehrprogramm, danke schön. Abwehrprogramm ist bestimmt das da unten. Ja. Ich habe gerade das Fass hinaufgejagt. Das war vielleicht nicht ganz so clever von mir. Was macht der da? Der läuft da so rum und sieht dich nicht, obwohl du da alle abballerst. Ach so, Verteidigungssphäre. Okay. Ja, okay. Du musst dich schnell ausschalten. Die Steuerung ist nicht ganz so. Ja, komm. Die Viecher kommen, glaube ich. Ich glaube auch. Hallo! Oh je. Ah! Einfach rein da. Nice, das passt. Mach hier Sternhülle oder so. Das passt. Ich mache ein Selfie. Was total lustig wäre. Ach, verdammt. Ja, komm, lauf noch mal eben da hoch. Was macht der denn da? Da ist ja noch einer. Du musst mich auf den fucking Arm nehmen. L2. Sternhülle. Da, ihr seid geblendet. Was? Was war das? Komm schon! Fall halt um! Ich will doch dieses blöde Fass da. Kann man das nicht angehen irgendwie? Hallo. Überraschungsangriff. Aha. Da, Magitech-Tank. Schieß halt auf den Tank, Mann. Prompto ist tot. Prompto ist tot. Prompto. Da ihm Elixier rein. Oh, komm. Hier nehme ich für Elixier. Nee, kann ich. Geht nicht. Geht auch nicht. Hallo? Hä? Vielleicht ist es schon zu spät. Das ist ja dumm. Achso. Das hätte es automatisch geheilt. Nee, ich glaube, das hat, weil ich hier doof war. Hol das Maschinengewehr raus. Stimmt, du hast recht. Mach Triumphschüsse. So wie es dir das Spiel befohlen hat. Wo ist denn, warum, wo ist denn hier der Spaßschuss? Hilfe! Ah, komm. Rein, der hat gerade eben noch gesagt, ne, so richtig Schaden kriegst du nicht. Wir nehmen das wieder zurück. Ja, okay, wahrscheinlich hättest du auch einfach unten das Fass nicht abballern sollen und ein bisschen taktischer wäre vielleicht
Ja, aber ist ja jetzt auch egal. Taktik, ich und Taktik, ey. Weiß man ja vorher nicht. Oder wenn du diese komische Verteidigungssphäre abgeballert hättest, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so weit gekommen. Einen Ausgang finden. Wo ist denn der Triumphschuss? Aber wenn man im Kampf ist, kommt man noch nicht raus, oder? Wahrscheinlich nicht, ne. Tschüss, Verteidigungssphäre. You got to be dead now. So. Komm schon! Dieser Triumphschuss löst irgendwie nicht mehr aus, ja, ne? Ja, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Oder hat er das nur mit dem... Nee, eigentlich nicht, oder? Du hast es ja gerade eben auch mit dem Maschinengewehr gemacht. Ich habe alles kaputt gemacht, ey. Ah, Achtung! Super Drang! Ach, scheiße. Das war nicht so gut. Das war der Falsche. Nee, Elixier wäre besser gewesen. Weißt du? Elixier! Das ist aber nur eins. Es ist doch wurscht. Wir sind doch hier nur um ein bisschen... Jetzt könntest du mal ein Selfie machen. Warte, Achtung. Hä? Macht er da was? Also das war jetzt nicht so. Ich dachte, er macht jetzt noch ein schönes Selfie. Eine Leuchtgranate. Okay. Oh, das hätte vielleicht... Da ist die fucking Bazooka, Mann! Oh, oh Mensch. Schade. Ja. Das hättest du jetzt eigentlich gebraucht, ne? Aha. Das wäre jetzt voll total viel cleverer gewesen, wenn ich vorher an diesem Regal nachgeschaut hätte. Aber du hast es ja auch so geschafft. Ja. Wir wissen nicht wie, aber ja. Oh, es geht raus. Hm. Hallo? Im Schnee. Lauf. Pronto, lauf. Mal die Aussicht genießen. Ja, so richtig toll sieht es nicht aus. Ehrlich gesagt nicht. Ach, da geht's wieder rein. Das ist ja langweilig. Noch ein bisschen Industrie-Romantik. Gänge hatten wir im Hauptspiel noch nicht genug. Aha. Ich habe erwartet, dass es tatsächlich Signautos-Kill wäre, aber das ist es ja gar nicht. Was ist hier? Hier kann man lagern, wenn man möchte. Kann man speichern. Hier kann man Sachen aufheben, wenn man möchte. Wir möchten das alles nicht. Du hast ja den Raketenwerfer. Ja. Ist das jetzt so ein Zwischenboss? Nee, ich glaube, der stand da einfach nur. Aber er zückt gleich mal den Raketenwerfer hier, oder was? Target detected. Eliminate immediately. Was war das? Achso, ist da so ein Heilbot? Meinst du, das wird was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, du. Ich weiß nicht, ob das Mittel zum Zweck ist. Vielleicht solltest du da mit Scharfschützen, denkst du, irgendwas ist da drüben, was die Viecher heilt. Diese komische Verteidigungsdings, da kannst du, glaube ich, abballern. Hallo, guten Tag. Ich laufe einfach mal hier rum. Tschüss. Ihr könnt mich alle hier in die Füße fassen. Da ist er ja. Hallo. Ja, und er merkt überhaupt nichts, ne? Erstmal da stehen geblieben. War ich nicht diese blöde Klinge gerade? Also damit machst du halt keinen Schaden, ne? Die Klinge ist halt echt nicht so geil. Das ist halt natürlich ein bisschen blöd, weil gerade wenn du in solchen Situationen jetzt ein bisschen um die Ecke kommst oder so, wäre es halt geil, wenn du zumindest einen vernünftigen Nahkampfangriff hättest. Aha. Toll, er kann halt da nicht drüber schießen, ne? Das ist dann halt wahrscheinlich wieder so eine unsichtbare Wand bis zu der Höhe von diesen komischen Kisten da. Ne? Du kannst halt nicht durchschießen, das ist halt auch nicht so schlau. Kommt man denn da? Ach, da drüben ist eine Rampe. Versuchen wir doch mal die Rampe da. Voll die Hardcore-Mucke. Yes! Das war geil. Da ist noch eine Verteidigungssphäre. Was ist das? Das ist eine Leuchtgranate. Was macht man damit eigentlich? Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie der Sternfeuer, oder? Man braucht ja eine Leuchtgranate, der hat doch Sternfeuer. Irgendwas hat. Also, die sind geblitzdingst. Geblitzdingst! Die heilt den Typen, glaube ich. Die Sphäre, oder? Ich glaube, das macht sie ja. Deswegen wird sie jetzt auch umgeschossen, nachdem alle anderen tot sind. Den Heiler immer zuerst. Ja, geil! Und mich dabei selbst verlässt. Aber du bist nicht tot, es geht weiter. Aber du solltest jetzt irgendwas nehmen. Super Trunk. Super Trunk. Go Prompto.
Was ist das hier? Weiß kein Schwein. Du musst wahrscheinlich die Typen erstmal platt machen, oder? Ja, natürlich. Da, die Rückgranate können wir mitnehmen. Ich denke, man soll hier... Achso, wenn man es drückt. Macht Sinn. Diese Tanks, die irritieren mich ein bisschen, muss ich zugeben. Du triffst halt auch nicht. Scharfschützengewehr. Da, Scharfschützengewehr. Fantastisch. Du musst dir immer die Sachen aus diesem. Aus den Schränken holen. Das heißt, du hast halt eigentlich gar kein Inventar, wo du wechseln kannst, oder? Ja. Zwischen den Sachen. Das ist natürlich auch nicht so schön. Der ist schon wieder. Ich weiß nicht, ob das die richtige Wahl ist, so mit dem Scheiß. Erstmal da runter, von denen weg. Die sind langsam. Also gerade bei den Massenangegern wäre es halt echt super, wenn man irgendwie einen vernünftigen Nahkampfangriff hätte. Schon. Kommt da nicht gerade einer? Falsche Taste. Das passiert bei mir. Ups, weg. Sind die da inzwischen? Die kommen die Treppe runter. Nein! Irgendwie ein bisschen vorhalten. Yes! Ins Bein! Boah, der Token hält aber ganz schön. Der hält aber ganz schön aus. Komm, du mach was. Verschrotte ihn bitte. Kannst du ihn bitte verschrotten? Der lässt sich vielleicht. Da kommt nicht. Kein Verschrotten-Prompt. Willst du mich auf den Arm nehmen? So. Aufs Maul. Hast du das? Nee, da drüben ist noch einer. Zu dem laufen wir mal gerade hin. Das ist mein Schütze. Da, Triumphschuss. Danke. Und verschrotten gleichzeitig. Mensch. Toll. Prompt, du bist schon eine harte Sau. Ach, natürlich. Oh. Oh. Also, das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob das inzwischen nicht gereicht hätte. Ist jetzt auch nicht so spannend, ne? Also, Also ich meine, ich spiele es ja jetzt gerade nicht selber, sondern ich gucke ja nur zu. Aber so richtig mega spannend erscheint mir das Gameplay jetzt nicht so zu sein mit den Waffen. Hallo? Das wäre halt cooler, wenn du tatsächlich hin und her wechseln könntest und nicht irgendwie die Munition halt alle ist und dann ist die Waffe nicht mehr da. Das ist schon ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Das ist ja toll, dass ich jetzt 5 Leuchtgranaten habe. Hause raus. Was ist das da alles? Ist das was Interessantes? Oh, cool. Felix wieder können wir gebrauchen. Noch eine? Ein super Elixier können wir auch sehr gebrauchen. Gut. Tja, wo waren hier die Schränke? Da. Raketenwerfer, gut. Den nehmen wir für. Kann man da runterschießen? Ob man da runterschießen kann? Versuch's mal. Ja. Also einen haben wir getroffen. Da kommen die anderen Tossis. Das macht schon ein bisschen Bums. Kannst du nochmal in den Schrank gehen? Oder? Ich glaube, ich kann nochmal. Nein! Oh, weißt du? Ich glaube, das hat so eine Aufladezeit. Da. Jetzt. Sehr geil. Bleib da stehen. Wir bleiben da. Guten Tag. Wir wohnen jetzt hier. Wie viele sind das denn? Ist ja unverschämt. Wo ist denn das Ding jetzt hingeflogen? Wo ist das denn jetzt hin? In diesen Lüftungsschacht da hinten wahrscheinlich. Ja, Alter. Muss das denn sein? Oh Gott. Laufen wir jetzt wieder darüber. Prompto, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dir. Aber. So ist besser. Wieder zurück. Und dann schmeißt er das Ding natürlich weg, dass du natürlich da wieder an den Schrank laufen musst, weil es könnte ja sonst zu overpowered sein. Ich finde, es könnte nicht zu overpowered sein, wenn man Gefahr läuft, dass man halt die ganze Munition. Huch, hallo. Ja, vor allem ist es ja voll verschwendet. Es ist ja auch völlig. Achso. Hinfällig, weil du kannst ja einfach zu dem Schrank jedes Mal wieder zurücklaufen. Ja. So, also von daher. Also man könnte den Schrank campen. Der hat ja quasi auch unendlich Munition. Also warum sagen sie nicht gleich, hier hast du halt die ganzen Waffen und unendlich Muni für alle und dann wechselst du halt einfach durch. Ich meine, das macht jetzt auch keinen Unterschied, oder? Haben wir es jetzt endlich geschafft? Wir haben es geschafft. Ja. Yes. Ja. Nubisch-Misch. Erster Eindruck. Erster Eindruck.
Ich weiß noch nicht, ob ich so von Schusswaffen überzeugt bin, aber mein erster Eindruck ist sowieso immer alles, was mit Geschichte zu tun hat, bin ich halt totaler Fan von. Deswegen werde ich dann halt heute Abend da sitzen und Episode Prompto durchspielen und mir den Teaser für Ignis anschauen und mir denken, ah, denn du Arschloch. Und ja, aber bis der DLC zu Ignis kommt, dauert es ja noch eine ganze Weile. Dezember, ja. Das heißt, so lange müssen wir uns mit Prompto vergnügen und mit Gladio. Macht auch ein bisschen Hoffnung, dass sie in 6 Monaten vielleicht einen größeren DLC raushauen. Ja, vielleicht. Schon. Mal schauen. Eigentlich schon, ja. Das war's erstmal mit sehr spannendem Schießgewehr-Action von Prompto. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und habt jetzt voll Bock, mit Prompto zu spielen. Ich schon. Doch, ein bisschen schon, ja. Auch wenn es hakelig ist. Ich bin noch nicht so überzeugt, aber mal schauen. Mal schauen. Gut, tschüss.